Hallo und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. So, tuckern wir da rum. Gruselige Musik, wo ist der Hai? Schau dir diese Häuser an. Große Gärten, schicke teure Zäune. Der amerikanische Traum, was, Tommy? Weiß nicht, ich hab noch nie vom Zaun geträumt. Nein, Sir. Bin gern näher am Geschehen. Lass dich von den hübschen Blumen nicht täuschen. Hier draußen gibt's mehr Kriminelle als im Rest der Stadt zusammen. Sind wir deshalb in dieser Gegend? So in etwa. Morello hat einen korrupten Staatsanwalt auf der Gehaltsliste. Watkins, ein alter Freund von Gelotti. Der Stadtrat? Genau. Morello hat ihm gesagt, wir stecken hinter dem Tod des Gelotti-Jungen. Watkins ist voll drauf angesprungen und will seinem Kumpel helfen. Angeblich hat er sogar ein paar Zeugen. Nein, haben die müssen wir alle umbringen. Ja. Aber Pauli und Sam kümmern sich schon drum. Na, ein Glück. Ich brauch dich für was anderes. Was denn? Wir brauchen alles, was Watkins über uns hat. Wo hat er das? In seinem Safe. Ich bin kein Safe-Knacker. Mach dir keine Sorgen. Wir geben dir Salvatore mit. Ist mit dem Boot angekommen, aber der kriegt alles auf. Bring ihn in die Villa, finde den Safe, den Rest macht er. Ja, das krieg ich nicht da erwarten. Das kriegst du hin. Watkins geht ins Theater, das Haus ist also leer, bis auf ein paar Wachen. Das Büro ist im Erdgeschoss und unser Maulwurf sagt, der Safe ist in der Wand. Wenn Salvatore ihn geknackt hat, nimm die Beweise und verschwinde. Ich würde den Safe bei mir daheim, nicht bei mir daheim verstecken. Salvatore, tutto bene. Sì, grazie. Don Salieri. Die kommt mir irgendwie bekannt Schön, vor. Schön, dich zu sehen. Du weißt Bescheid. Enttäusch mich nicht. Sì, ho capito. Irgendwie ein voll bekanntes Gesicht. Tommy, komm grad nicht drauf. Tu ihm nichts, das bringt nur mehr Ärger. Ja, alles gut. Klar, Boss. Buona fortuna, ragazzi. Ja, dir auch gutes Fortuna. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Ich kann kein Italienisch. Na, wenigstens darf ich fahren. Taxi. Ich mach dann $2 für die Fahrt. Ich habe meine Raten erhöht. Oh, nicht. Keinen Schulterblick gemacht. So. Jetzt haben wir einen Schulterblick. Hey. Wieso hupt der? War ich da rechts vor links? Ja, Plan ist klar. Ich kann kein Italienisch. Perfetto. Wieso ist das jetzt perfekt, dass ich das nicht... Capito, o piano. Ja, ich bin eingeweiht. Okay, per favore capisci. Trasimo in tuo giardino un turcioniato senza farci sentire né vedere. Ja, das mach mal so. Starrere un guaccio nel primo piano. Durammi un'antichia di Dio fare bin dabei. Du gehst vor. In der Gaschaforte ci avrà sicuramente un allarme. Ja. Das wird wohl für uns beide eine lange Nacht. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ja. Keine Sorge, ich bringe dich schon zu deinem italienischen Safe. Jetzt ich. Tu, was ich tu. Sei vorsichtig. Sei. Vorsicht mit dem Safe. Forte. Sì. Faccio io. Der Cassaforte. Ihre Cassaforte. Himmel. Okay. Funk. Hören wir den Funk an. Also bei mir hat's noch nicht gefunkt heute. Ich will kein Radio hören. Na gut. Vielleicht besser als mir. Ach, das hast verstanden. Wo war nochmal der Radioknopf? Ist schon wieder so lange her, seitdem ich das gespielt habe. So, hinterm Kranken und angehalten. Nein! Ah, scheiße. Da kriege ich ein Parkticket. Gioco. Passato Omoro. Ja, Labyrintho. Mensch, als Politiker hat man schöne Häuser. Bestimmt nicht ohne Korruption. Bleib hier. Ich schalte die Wachen aus. In Amerika c'hanno i giardini. Ja. Die Tür ausgeschalten werden. Das ging überraschend schnell.
Schrotflinte? Ja, damit. Pinkelt der grad? Sieht nicht so aus. Hallo, ja, du bist eine schlechte Wache. Ja, ja, Schüsse werden einen Alarm auslösen. Wieso habe ich denn keinen Schalldämpfer? Na gut, komm mal hier durch. Nö. Das ist ja in der Tat ein Labyrinth. So. Wo ist der nächste von euch Kaulquappen? Zum Glück seht ihr hier nicht drüber. Jo, das kriegst du gleich. Einfach mal die Füße lang machen, was? Ist aber eine schlechte Wache, wenn du nur auf eine Hecke schaust, wo gar niemand ist. Scheiße. Ich dachte, er setzt sich hin und schaut mich direkt an. Nee, hat geklappt. So, er hat seinen freien Abend gekriegt. Hat er sich auch verdient? Hattest du noch Zeug dabei? Wieso looten wir die nicht nach Geld? Wir sind so schlechte Mafiosis. Da drüben kommen wir doch rüber. Rein, raus. Das alte Labyrinth-Rein-Raus-Spiel halt. Das sieht gut aus. Weiß zwar nicht, wo die anderen Wachen sind, aber... Ein Glück hatten die noch keinen Funkkontakt zueinander. Das ist ja alles so modern geworden. So. Hi. Also der ist schlecht in seinem Job. Alt. Oh oh. Jemand ist mit uns hier im Labyrinth! Scheiße. Ja, du hast den Alarm ausgelöst. Dann nochmal Kontrollpunkt. Ich weiß nicht, wie ich mich in dem Spiel ducke. Fortsetzen. Muss ich alles nochmal machen? Hey, ja. Passato. Ja, ja. Passato. Ich hasse Schleichmissionen. Ich bin Bleib besser hier. Mit Waffen. Ich schalte die Wachen aus. Ja, ja. Sie, Wachen ausschalten. Gute Nacht. Kann man da hinten eigentlich auch durch? Können wir gleich eigentlich auf der Map schauen. So. Ja, kann man tatsächlich auch durch. Ja, ich hätte gern mal eine Nacht frei. Hier nochmal. Das ist die zweite Nacht in Folge. Achso, ich bin jetzt in die falsche Richtung losgetorkelt. Na gut. Es ist, was es ist. Was mache ich denn hier drin? Na, vielleicht muss ich hier rüber gehen. Oh, oh. Kann ich mich nicht mehr ducken? Ducken? Ducken! Ich kann schon nicht mehr reden vor Aufregung. Ja, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. Ach, du auch? Mensch, ich bin der Überbringer guter Nachrichten heute. Jo, schlaf gut. Ich habe hier eine Schrotflinte nicht aufgehoben. So. Der da oben ist begeisterter Esser, genau wie ich. Sieht uns hoffentlich aber nicht. Mal hier einfach rüberklettern. Jetzt ja. Den Körper müssen wir aber aufheben. Strohflinter. Körper aufheben. Steht Z dran, aber ich muss Y drücken. So, ist nicht so wild. Einfach hier hinter. Wird schon keiner vermissen in den ersten Stunden. Soll ja eigentlich auch auf Arbeit sein. So, da hinten gibt es Meerwachen. Die bewachen das Meer. Gibt es da oben noch jemanden? Oh oh. Oh oh. Ich glaube, der kommt in unsere Richtung. Hätte ich die Innenbahn wahrscheinlich nehmen sollen. Okay, kommt der hier lang? Ja, das sieht doch gut aus. Wenn der sich jetzt nicht umdreht.
nicht umdrehen, Kollege. Ein Glück plätschere ich nicht. Ja, ich ja gut. Ist nur eine Umarmung von hinten. So, dich hebt mal auch auf. Kann ich ja nicht einfach hier rumliegen. Ab ins Gemüsebeet. Ja, schön auf Blümchen. Oh, die ist fast besser als die Schrotflinte. Obwohl ich nehme... Naja, die andere hat mehr Munition. Ja, Schrotflinten machen generell mehr Spaß. Ich weiß auch nicht. Da hinten ist noch eine Wache. Eine Wache wahrscheinlich. Hier liegt irgendwas. Nehmen wir gleich mal mit. Dankeschön. Super Science. Meinen die den Formel-1-Fahrer? Der wird aber anders geschrieben. So. Oh, 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 oh. Komm, geh in die andere Richtung, du Kauz. Ja, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. Ihr habt echt nur die eine Voice-Line bekommen. Es tut mir leid für euch. Ihr kriegt alle eine Nacht frei, wenn es nach mir geht. Oh, das hat er aber überzeugender gemacht. Alle. Salvatore, wo bist du? Alles sauber. Domi, io qui. Ja, ja, Aqui, Aqui. Io sono uomo alto. Ich bin ein großer Mann. Was macht er denn da drüben? Da ist doch nicht der Safe. Mensch, komm mal her, Salvatore. Der Typ nervt. Ja. Ohne dass man ihn sieht. Ist er im Wasser? Domi, ihr qui. Okay, ja, hi. Me, sei uno tosto, du, eh? Was? Ja, ich bin ziemlich hart im Moment. Aber nicht so, wie du denkst. Ja, deswegen sind wir hier. Was bist du denn für ein Einbrecher? Wirklich treten? Wonach? Caravaggio? Alarmschalter? Bestimmt hinter dem Bild. Gemälde? Hinter einem Gemälde, meinst du das? Okay, ich verstehe. Wir müssen im nächsten Zimmer nachsehen. Schleichen. Schleich doch mal. Kann man nicht den Alarm deaktivieren? Hier ist eine Küche. Ja, ja. Wird bestimmt dahinter sein. Nein. Schade. Hier ist nur Wand dahinter. Hausangestellte. Ich wollte ihn nur ausschalten. Wenn sie... Sei einfach ruhig. Ich dachte, ich kann die so einfach bewusstlos machen wie die anderen. Das tut mir leid. Hey, Salieri. Mein Bosch hat eine eigene Briefmarkensammlung. Es tut mir echt leid für die Bedienstete. Das hat sie nicht verdient. Oh, ich fühle mich schlecht. Das Spiel führt dazu, dass ich mich schlecht fühle. Komm, irgendwo wird ja ein Safe sein. Das ganz sicher. Das ist es? Nö. Nö, nö, nö. Wieder nichts. Ja, es wird im Arbeitszimmer oder so sein. Erfreulich. Was zum Teufel tun Sie da? Einbrecher! Oh. Hilfe! Entschuldigung. Kann ich nicht leiden, wenn die anfangen zu schreien. Hab ich immer das Gefühl, die Mission scheitert dann. Hallo. Nee, da schläft Lord Vetinari, nee, der Stadtrat nicht. Hier auch nicht, aber hier würde ich einen Safe verstecken. Oh, hier ist eine Helfstation. Hier ist eins. Wo? Wieso? Ah,
Das könnte gut gehen. Nein. Nehmt auch die Taschenuhr mit. Ja, Nenti verstehe ich wieder. Wieder ein Badezimmer. Medizin brauche ich gar nicht. Vielleicht schießen wir unseren Weg hier raus. So viel zu Haus ist leer. Ah, das ist renovierungsbedürftig. Wo hat der Gute denn sein Arbeitszimmer? Hier. So sieht ein Arbeitszimmer aus. Lesen. Ja, ja, passt schon. Da, Safi Knacki, bitte. Aha. Bravo. Dankeschön. Bravissimo, würde ich sagen. Ja, ja, du bist entschuldigt. Dann zeig mal, was du drauf hast. Der nimmt jetzt einfach Dynamit. Oh, oh. Scheiße. Beeil dich, Salvatore. Pazienza, pazienza. Ja, ich bin ganz patient. Das dauert halt ein bisschen. Der kennt sein Handwerk. Nimm doch die Zeug aus dem Ding mit. Sie sind bestimmt oben. Nein. Der Safe ist in seinem Büro. Nein. Alles gut hier. Da ist niemand. Es ist Salvatore. Was machst du denn hier? Sollte ich eine Maske aufziehen? Hallo, Jungs. Hast du nicht drauf? Doch, ich hab dich gerade erschossen. Wieso seid ihr wieder so viele? Nachladen. Zählt nicht, wenn ihr auf mich schießt. Gut, gut, gut. Salvatore, bleib zurück! Ich kümmere mich um sie. Heute wirst du sterben. Du und... Eher du. Bitte kommen. Den Wagen nehmen? Endlich verstehe ich dich mal. Ja, das hätte ich jetzt auch so gemacht. Ich hoffe, ich habe das aus dem Safe genommen. Wenn wir ganz unauffällig fahren. Ich weiß. Du hast recht. Stimmt. Ohne Ziel. Ja, ja, passt schon. Guck mal, wir können abkürzen. Ja, ich bin vorsichtig. Wieso sind die hinter uns? Nein! Du erwischst einen Scheißdreck. Scheiße! Nein! Der hat mich erwischt! Oh, da sehe ich nicht begeistert aus. Zum Glück ist der Checkpoint mit dem Auto und wir wissen, dass wir nicht durch Zäune fahren sollten. Weil das nicht geht. Letzten Kontrollpunkt laden. Ich weiß, ich bin ein bisschen schlecht in dem Spiel, aber es macht mir immer noch Spaß. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Ja, ja, Alarmo. Du hast recht. Stimmt. Sehr großer Alarmo. Kann man bestimmt hier runterfahren. Ja, das sieht nach einer schönen Route aus. Fuck. Ich dachte, ich komme nicht durch Zäune. Hier, ich soll doch die Polizei abschütteln. Ich will mein Auto zurücksetzen. Ja, wir werden die Polizei gerade los, so soll das sein. Ja, wir sind weg. Wir haben irgendeine Steuerungsoption, um das Auto zurückzusetzen. Neubelegung der Tasten gerne. Nahkampf, fahren. Handbremse rückwärts. Fahrzeug umdrehen mit F habe ich das schon gedrückt. Salvatore, wohin soll ich dich bringen? Akasa. Ja, ja, Akasa. Kommst du raus? Wir nehmen anderes Auto. Oder wir laufen zu Fuß. Wir werden schon irgendwie ankommen.
Glaubt, es gibt keine Goldmedaille für die Mission. Aber das muss es auch nicht. Der teleportiert sich hinter mir. Komm schon, werden hier irgendwo Autos rumlungern. Ja. So macht man das im professionellen Stil. Was würde ich denn gern mal fahren? Hier kommt man leicht rein. Das dürfte nicht als gestohlen gelten. Woher sollen die wissen, dass ich es nicht nochmal gestartet habe? Verlasse das Gelände, ich bin doch verlassen. Welches Gelände überhaupt? Ich bin doch schon längst unten. Ich habe das Gefühl, wir müssen einen Checkpoint laden, weil der Trigger nicht gezählt hat. Gut. Wo ist das? Hat gezählt. Okay, dann mal los. Toll. Sagt es doch vor der Kreuzung. Bieg ich schon wieder falsch ab. Hi, Polizei. Ich muss überholen. Ich fahre wie ein normaler Autofahrer halt. Das ist ganz normal in meiner Region. Ja, das ist erstmal beruhigende Musik, damit wir die Nerven wirklich mal durchgehend entspannen können. Bei gleich 80 Meilen pro Stunde. Habe ich es auf Meilen gestellt oder auf Kilometer? Keine Ahnung. So oder so, es ist zu langsam. Was? Du hast das ganze Zeug im Safe vergessen? Sehe ich genauso. Wieso war da gerade alles pink? Respekt ist mir sehr wichtig. Ich glaube, der hat gesagt, ich soll ein bisschen besser fahren, sonst muss er kotzen. Servus. Ja, dir auch eine gute Note. So, Kapitel ist abgeschlossen. Damit würde ich sagen, Ende die Folge heute. Ja, ein bisschen kürzer als sonst, aber ich finde so kapitelweise eigentlich schon ganz nett. Na gut, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.